Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MX Bikes mit mir ICDMZ. Es ist wieder Track Day, das heißt, wir stellen eine neue Strecke vor und heute spielen wir Canyon SX. Ihr findet den Link wie immer in der Beschreibung und jetzt guckt euch erstmal diese wundervolle Strecke an. Was haben wir hier? Wir haben hier ein kleines Oasen-Setting, sage ich jetzt mal. Wer hätte denn vermuten können, dass das hier im Canyon spielt? Hier hinten passiert nicht mehr sehr viel. Hat auf jeden Fall eins der schönsten Skyboxen. Und ich würde einfach behaupten, dass wir hier mal vom Start aus, also vom Start-Finish, hier einfach mal eine Runde fahren. Und uns mal angucken, wie die ganze Strecke so aufgebaut ist. Ich bin auch noch nicht so perfekt. Das werdet ihr aber auch noch merken. Gerade die Section hier hat es mir angetan. Aber souverän. Dann hier auf einen Table. Und dann, wenn man sich richtig streckt, hätte man hier links die nehmen können. Dann würde man hier aufkommen. Jumpt dann hier nochmal ein Double. Also ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her ist es keine schwierige SX-Strecke. Oh, sagte er und kommt hier ganz blöd aus der Whoop-Section rausgefahren. Von der Schwierigkeit her ist die nicht so anspruchsvoll. Also ich glaube, da gibt es deutlich schwierigere, gerade so die ganzen offiziellen Strecken oder so. Aber ich finde, die Kombination von Optik zusammen mit mit Fun-Faktor ist halt einfach geil. Ich finde, die macht einfach voll was her. Und was hier für Sprünge dabei sind. Ihr wisst ja, ich liebe das, riesige Sprünge, einfach mein Ding. Wir können mal jetzt versuchen, hier mal die Rampe mitzunehmen. Oh, ganz beschissen, hier glaube ich das Ding angefahren. Uiuiuiuiuiui. Jetzt kommen wir auch erstmal in so einen kleinen engeren Teil dieser Strecke. Und zwar springt man nämlich von hier hinten hin. Muss dann relativ stark am Gas sein, um den hier zu schaffen. Hier dann nochmal voll durchjumpen und wenn man dann genügend Speed mitnimmt, kann man genau hier wieder drauf landen. Da waren übrigens gerade die Gates für die Strecke. Also alles in allem echt geil. Übrigens fahren wir hier. Da hätte ich vielleicht nicht scrummen sollen, sondern einfach durchziehen sollen. Wir fahren die Zeit einfach mal kurz zu Ende. Hat er sogar nicht gewertet. Geil. Genauso mag ich es am liebsten. Wir fahren hier, kann ich mal... Hallo? Alter. Wir fahren hier das neue Insanity Gear. Ist das nicht geil? Ich finde, das matcht richtig. Ich finde, das sieht richtig geil aus, auch gerade mit den Handschuhen. Richtig, richtig geil. Vielen Dank da auch nochmal. Das war wirklich eine mega, mega geile Sache. Wie gesagt, ist auf meinem Discord ausgestellt, wenn die Folge hier online kommt. Falls ihr denjenigen, der sowas hier macht, mal anschreiben wollt, weil ihr auch was gemacht haben wollt. Oh, ist sogar möglich, den zu schaffen. Man muss sich zwar stretchen. Okay, das war ein beschissener Anfang. Wir fahren direkt nochmal eine Runde. Das noch reicht. Jetzt zeige ich euch mal die hier. Ah, ich bin ein bisschen zu weit nach rechts gesprungen. Aber im Endeffekt landet man dann so. Das Problem ist aber, dass man dann hier am Ende mit einem Single rauskommt. Und das halte ich für ziemlich ungünstig. Da habe ich jetzt den Fehler gemacht. Wenn man sich wenigstens schon in der Whoop-Section dazu entscheidet, sich nach hinten zu lehnen, da muss man damit wenigstens auch konstant bleiben. Oh, shit. Wenigstens habe ich nicht gelogen. Die Section hier hat es mir echt angetan. Ich wusste, dass das nichts wird. Aber ich dachte, okay, ey, vielleicht committen wir da wenigstens mal. So. Die hat sich zumindest mal schneller angefühlt, die Whoop-Section. Ich liebe auch diese Step-Ons, beziehungsweise diese ganze Table-Geschichte, finde ich super geil.
weil man dann so richtig schön reinbouncen kann. Die Section hier, die finde ich noch ein bisschen komisch, weil man fliegt immer hier vorne in so eine Kante rein, zumindest ich jetzt hier mit der 250er. Oh, komm rüber, rüber, rüber. Ich lehne mich gerade in echt, ne? Ja, ist ein bisschen cringe jetzt gewesen. Oh! Okay, das ist neu. Eieiei, krass. Boah, dramatische Landung hier auch. So, dann fliegt man hier wieder raus. Legt hier den Hinterreifen schön ab. Und fliegt dann hier relativ weit rein. Also eigentlich ziemlich entspannt hier sogar. Die Strecke zum Finish. Alter Falter, das kannst du dir nicht vorstellen. Warum wird eigentlich die ganze Zeit meine Zeit nicht gewertet? Also relativ easy hier der Weg zum Finish. Boah, mal gucken, ob wir die noch schaffen hier, die Whoop-Section. So. Ich weiß gar nicht, warum wertet er die denn die ganze Zeit nicht? Weil ich gecrashed bin? Ich habe wirklich meine Probleme mit der Stelle. Ich sag's euch, wie es ist. Wisst ihr, was, glaube ich, mein Problem mit der Stelle ist? Dass das Bike zu dreckig ist. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, das Problem... Was habe ich eigentlich für ein Tuning drin? Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass ich an der Stelle, warum auch immer, zu weit reinfliege. Obwohl ich halt schon scrubbe. Oh. Da, was soll so eine Scheiße? So, jetzt habt ihr den mal gesehen. Der ist aber nie im Leben schneller, höchstens mit einer 450er. Ja, das ist doch alles Scheiße hier gerade, auch schon voll Kacke da drauf gefahren auf die Section. Warum geht mir denn hier mein Xbox-Kabel die ganze Zeit so auf den Sack? Oh, das war sogar ziemlich schnell. Und ich glaube, das ist nämlich die... Oh, nein, 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 nein. Das ist sogar die ziemlich schnelle Route. Da bin ich... So, was ist denn heute los? Da bin ich mir sehr sicher, dass man das so dann fahren muss. Warum bin ich denn jetzt gerade so geisteskrank da reingekommen, wegen dem zweiten Gang? Ist das vielleicht der Gamechanger? Warum? Ey, ich bin im vierten Gang. Rafft ihr es? Im vierten Gang. So. Ja, geht doch. Was? Wir stecken gottlos fest. Wir stecken gottlos fest gerade. Wir stecken so schlecht fest, dass sogar mein Reef-Shade gar nicht mehr weiß, was abgeht. Boah, ich bin ehrlich mit euch. Ich erkenne jetzt gerade, was ich hier mache. Und ich schäme mich.
So. Ich glaube, zweiter Gang ist es hier, weil das das perfekte Maß an Speed ist. Hier dann den vierten. Na. Hier den Table mitnehmen. Nur kurz bouncen. Da war es jetzt zum Beispiel wieder der falsche Gang. Ich glaube, jetzt hat man das mal ganz gut gesehen, was ich mit dieser Kante da meinte, ne? Das glaube ich nicht. Wir fahren ja wenigstens jetzt hier nochmal eine ordentliche Zeit. Also das hier ist übrigens gerade keine ordentliche, falls ihr das denkt. Ich versuche den hier mal. Boah, krass. Wir haben eine Zeit, eine 1,55, das ist übrigens gottlos langsam. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt schon wieder ein MX-Bikes-Problem hatte, aber ich hatte einfach ein MX-Bikes-Problem. Mir ist plötzlich einfach die gesamte Leistung auf dem Hinterrad einfach weggebrochen. Und ich werde schon wieder nicht zurückgesetzt. Wisst ihr, das ist so eine... Das ist eine Kackfolge gerade. Ist aber nicht schlimm. Kann ich alles wegatmen hier. Das Einzige, was schlimm ist, ist, dass ich hier gerade keine ordentliche Zeit hinkrieg. So perfekt gescrubbt! Und dann will ich! Und dann gar nicht! Ich Fettsack! Och Mann! Das war auch wieder scheiße, aber egal. Das glaube ich nicht. Okay, das zählt, das zählt. Da war ich anscheinend sehr langsam, was auch immer ich da gemacht habe. Deutlich schnellere Whoop-Section, oder? Hier habe ich mal überlegt, ob man die Kurve nicht sogar ein bisschen enger nehmen kann. Aber man braucht den ganzen Speed da tatsächlich wirklich. Okay, okay. Ach ja, hier haben wir diesen riesen Fehler gemacht. Boah, ich fasse jetzt aber gerade auch nur wieder durchs nach hinten gucken. Komm, jetzt oder nie? Nee, ne? Oh mein Gott, ey. Wieso wurde die nicht gewertet? Weil ich jetzt echt off-track war am Ende? Boah, was für einen geisteskranken Winkel ich da gefahren bin.
Jo, jo, safe. Hinten. Voll am Rumwedeln, das Ding da. Ist übrigens trotzdem keine Sandstrecke, glaube ich. Also vom wirklichen Untergrund her. Ich scheiß mir gleich doch selber hier in den Hals, wie ihr schon wisst. Was ist das? Oh fuck, ich kann nicht mehr lenken. Oh, okay. Hat ja trotzdem funktioniert, Gott sei Dank. Da die Rampe könnte sich sogar vielleicht lohnen. So, hier dritten Gang nehmen, haben wir ja schon gelernt. Oh. Nee, nee. Hat er schon wieder nicht zurück? Doch, hat er. Oh. Wir sind zwar gerade hier nicht sonderlich schneller unterwegs. Das war auch sau langsam. Okay, komm, wir bewerten die Strecke. Das bringt ja hier alles nichts. Das bringt ja hier alles nichts. Also. Haben wir die Strecke mal ganz drauf? So, dass es auch richtig schön aussieht. So in etwa. Boah, das ist doch sogar direkt ein Screenshot würdig, oder? Also. Ich rufe jetzt meine allerweltbekannte Excel auf. Und jetzt haben wir Canyon SX. Was sagen wir denn dazu? Also, von der Optik her, finde ich, ist Canyon X. Was haben wir denn? Wir haben Canyon Rush eine 9 gegeben dann und Lockdown Pro eine 8. Dann finde ich, ist Canyon SX auch bei einer 8. Nicht, weil es jetzt so ultra hübsch ist und weil so viel passiert, aber weil einfach alles super stimmig ist. Spaßfaktor her, ich vergleiche das ja immer so ein bisschen. Wenn wir Spun Rally eine 8 geben, Live Oak Motorpark eine 5. Ui, da hatte ich nicht so einen guten Tag. Also ich glaube, und Racine Unleashed geben wir eine 7. Dann denke ich, ist hier eine 6,5 angebracht. Und dann haben wir hier Canyon SX. Nachher die Qualität der Strecke. Ich finde, alle Sprünge fühlen sich sehr clean, sehr gut ausgearbeitet an. Ich denke, dass hier eine 8,5, na, eine 8 ziemlich angepriesen ist. Damit ist die Map tatsächlich, wenn ich jetzt hier mal beigehe und das sortiere. Wow, das ist tatsächlich jetzt krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist denn hier sortieren? Von A bis Z? Nee. Ich verstehe es jetzt nicht, Leute. Ich weiß es. Achso, nach Größe. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu dumm, wisst ihr? Ja, genau. Dann ist Lockdown Pro aktuell die beste. Dann kommt schon Canyon SX und dann kommt schon Morinos. Nee, Canyon Rush kommt hier ganz oben noch. Sorry. Oh je. Ich bin verwirrt im Moment. Trotzdem vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao.